Ich verschenke meine YouTube-Einnahmen. Richtig gehört. Das ist kein Clickbait, sondern wir wandeln meine YouTube-Einnahmen vom letzten Monat um in Teile. Und da jetzt gerade genau die Zeit der Besinnlichkeit anfängt, dachte ich mir, ist das eine ziemlich geile Aktion, dass ich euch das wiedergeben kann. Durch Verlosungen und es zu verschenken. An dieser Stelle ist dann wohl auch geklärt, was man so als Mountainbike-YouTuber so verdient. Man schwimmt richtig in der Kohle. Nicht wirklich. Lass uns mal die Kohle auf den Kopf. Aktuell habe ich ja kein Fahrrad mehr, aber das hier finde ich mega sexy. Aber darum geht's nicht. So, Black Friday, meine Lieblingsgriffe, müsste das am Ende 120 Euro geben. So, sieht gut aus. Bestätigen. Jetzt nur noch warten, bis es da ist. Da Sixpack Racing von dieser Aktion überhaupt nichts weiß, hat es dann auch nicht lange gedauert, bis sie sich bei mir gemeldet haben. Oh, Ziele für nächstes Jahr, aber darum geht's nicht. Die besagte Nachricht ist gekommen und die beantworten wir ganz kurz. Hallo, ja, das war sowas von vorhersehbar, dass eine Nachricht kommt. Das hat alles seine Richtigkeit. Ich möchte nämlich die Kohle, die ich von YouTube bekommen habe letzten Monat, an meine Community zurückgeben oder verschenken und das in Teile halt. Und ich dachte mir, das wäre eine lustige Aktion. Dementsprechend, nein. Die Bestellung ist richtig, also kann raus und bezüglich eines anderen Gewinnspieles, lass uns nachher mal quatschen dann demnächst. Ciao. So, weiter strampeln. Dann war es Zeit zu warten, bis das Paket kommt und ich mir Gedanken machen kann, wie werde ich das Zeug jetzt überhaupt los und damit es bei euch ankommt. Und das ist gar nicht mal so einfach in Deutschland. Ich sag nur Datenschutz und Rechte, Videorechte, wie alt ist jemand, glaubt mir, ganz ekelhaftes Thema mit dem Anwalt telefoniert. Also ich brauche definitiv von jedem einzelnen diesen Zettel. Okay, ja. Und wenn die jünger sind, müssen das die Erziehungsberechtigten machen. Ja. Okay. Okay, dann danke ich dir erstmal. Ja, nee, super. Danke dann. Vielen Dank. Danke dir. Ciao, ciao. Und wenn wir schon einmal dabei sind, wenn dir diese Art von Content gefällt und du noch nicht abonniert hast, dann hast du jetzt die Chance, einmal auf Abonnieren zu klicken und auf die Glocke. Das kostet dich einfach gar nichts, unterstützt mich aber wiederum extrem dabei, weiterhin solche Projekte und Videos machen zu können. Weil ich werde an diesen Zahlen einfach gemessen. Dich kostet es nichts, mir hilft es, wir können weiter Unsinn machen. Dementsprechend abonnieren. In dem Dreh vom Video hat es geklingelt und es müsste das Paket sein. Da gucken wir jetzt mal fix hoch und schauen uns mal an, was wir alles dabei haben. Obwohl, das wissen wir eigentlich. Da ist das gute Stück. Was sagt ihr eigentlich zu meinem wunderschönen Style bei 1 Grad? Da ist das gute Stück. So, wir wissen, was drin ist. Ich mache jetzt aber erstmal ein Video, damit wir das auf Instagram verlosen können. Also 5 Stück davon. Und dann überlege ich mir, wie wir die anderen 5 loswerden. Zeit der Besinnlichkeit und das heißt, ich habe hier etwas für euch. Das ist gar nicht so einfach mal als Ein-Mann-Show hier. Den Bumm schneiden wir jetzt nämlich zusammen und dann verlosen wir das. Wunder, ich mache hier gerade den Pause fertig und suche einen im Oschi. Prüfen wir noch mal kurz, ob das alles stimmt vom Gesetzestext her. Machen wir auf okay. Gehen auf teilen. Und es lädt hoch. Dann sehen wir uns Sonntag wieder, wenn die Verlosung durch ist. Damit das auch alles seinen richtigen Weg geht, benutzen wir ein richtiges Tool. Hier wird nicht per Hand ausgelotst, sondern das macht ein Tool. Das dauert nicht so lange. Es geht los. Es geht los. Jetzt schreibe ich alle an und dann hoffen wir mal, dass irgendeiner aus der Nähe ist. Trommelwirbel, eine Woche ist rum, um genau zu sein, haben wir Samstag und morgen geht dieses Video online. Die ganzen Gewinner haben sich gemeldet und einige kamen auch aus der Nähe. Leider Gottes hat es aber irgendwie zeitlich nicht gepasst, dass ich das hätte vorbeibringen können. Dementsprechend packen wir jetzt alles ein, bringen das schnell zur Post, weil die macht genau in einer Stunde zu. Und dann muss ich das hier alles noch schneiden. Darüber hinaus schaut es so aus, wir müssen noch irgendwas überlegen, wie wir die anderen 5 jetzt loswerden, weil die möchte ich natürlich auch an euch weiter verteilen. Aber das klären wir gleich. Erstmal einpacken. Kurz noch ein Herzchen schreiben. Das ist nur noch 4-mal, aber das erspare ich euch. Professioneller DRL-Lieferant, oder? Was meint ihr? Läuft. Frage an euch, warum kostet ein Paket nach Liechtenstein zu versenden so viel, als würde ich 10 Pakete in Deutschland versenden? Das verstehe ich nicht so ganz. Das ist so ein kleines Land zwischen Österreich und Schweiz, gefühlt so groß wie ein Fußballfeld. Ist aber gefühlt von den Versandkosten teurer, als würde ich nach Amerika schicken. Schlussendlich haben wir jetzt noch 5 dieser mega geilen Griffe und mir ist kein Weg eingefallen, euch das jetzt irgendwie direkt zukommen lassen zu können. Ich packe jetzt einfach mein Auto und wenn irgendeiner von euch mich sieht, kann er mich gerne noch ansprechen und bekommt so einen tollen Griff. Natürlich, solange der vor Ort reicht.
5-mal. Um ehrlich zu sein, hätte ich das gerne euch persönlich irgendwie übergeben. Aber das ist gar nicht mal so einfach in Deutschland bezüglich irgendwelcher Sachen, die man filmt und publiziert. Aber mit sowas will ich euch nicht belasten, das ist ja mein Problem. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euch damit in irgendeiner Art und Weise eine Freude machen konnte. Denn ohne euch könnte ich das alles hier überhaupt nicht machen. Und ich wollte euch einfach an dieser Stelle etwas wiedergeben. Und ja, das ist natürlich jetzt kein Millionenbetrag wie bei ganz großen YouTubern, aber die Geste zählt, oder? Dementsprechend danke für deine Zeit, hab noch einen verdammt geilen Tag. Und solltest du bis jetzt noch nicht abonniert haben, hast du jetzt nochmal die Chance, einmal auf Abonnieren und auf die Glocke zu klicken. Es hilft mir und dem ganzen Projekt hier extrem weiter. Das Wichtigste zum Schluss, ach ja, Gerhard Pfann. Ciao.